hat der General Kamley ihn eigentlich mal gesagt, warum er in den Untersberg gegangen ist? Ja. Ich habe ihn gefragt, sage ich, bitte, warum kommen Sie nicht raus? Das ist doch alles verjährt und Sie wurden doch nie angeklagt bei den Nürnberger Prozessen. Dessen Wort, dessen Name ist nur zweimal gefallen bei einer im Prozess und da hat der Speer, der Luftfahrtminister oder was der war damals, der hat damals gesagt, auf irgendeine Frage, da müssen Sie schon Kammler fragen. Das war das einzige Mal, dass der Name Kammler überhaupt gefallen ist. Und er wurde nie verurteilt und es wurde nie was gegen ihn gesagt. Und ich habe dann auch gesagt, ja, Sie, wenn Sie jetzt rauskommen, Sie stellen sich der Polizei, den Behörden, also das, die würden mich nicht in Ruhe lassen. Ja, weil dann ja im Grunde genommen bewiesen ist, dass es dieses Zeitfenster gibt, weil er ist ja scheinbar dann im Berg nicht gealtert in dem Sinne, ne? Das ist halt das. Deswegen wird er wahrscheinlich dann nicht mehr so. Der schaut aus wie damals, 3-4 Monate älter, ja. Und der war hier schon, hier also im Nachbarzimmer, war er der schon zweimal da. Und eine Kellnerin hat ihn sogar erkannt, nicht nur im Gesicht, sondern an den Stiefeln, an den Schuhen von damals. Sonst war er normal angezogen. Also das... Ich habe, ich sage jetzt, in den letzten 6-7 Jahren immer mehr aufgehört, davon zu sprechen. Also Sie sind heute, oder ihr seid heute die ziemlich Ersten wieder, wo ich über das rede. Weil wir haben schon eine Verbindung gehabt von der, also Besuch gehabt von der Oberstaatsanwaltschaft München. Sehr, sehr fair verhalten, ja, aber Sie kennen doch und Sie wissen doch und so. Und jetzt auf einmal in den letzten 2 Jahren sogar die CIA. Und jetzt habe ich gesagt, na gut, jetzt schalten wir komplett ab, das braucht man nicht. Ich habe, das wird da in dem Buch dann, wenn ihr es habt, auch drinstehen, ein Foto, ich habe da glaube ich 50 Fotos drin auch, was ich oben Obersalzberg jetzt gefunden habe, das war ein Abzeichen von der CIA dort gefunden. Besser gesagt, ein Arbeiter von den von den Salach-Forsten da drüben hat das gefunden. Die haben dort umgegraben, ganz groß. Ich glaube, dass das der Landkreis Berchtesgaden war. Die haben dort die Jagdstraße von Hitler in der Nähe von N2, sagt euch das was? N2, das ist das unterirdische Gewölbe. Sind da irgendwie besondere Waffen produziert worden? Das sagt mir nichts. Das war ganz was Kleines. Das war vielleicht 5-mal so groß wie hier. Okay. Also ein Kuppelgewölbe. Ganz knapp unter dem Boden, kein Bunker. Mhm. Und dort sind, das muss vom Hitler noch gewesen sein, und dort haben sie auch rumgesucht. Und da findet dieser Knabe da eh vor ein paar Monaten erst, der Franz von, das ist ein Unimog-Fahrer, der dort arbeitet. Und der findet da eben so ein Abzeichen von der CIA dort. Ist auch interessant. Gut, das weiß man nicht, ob das echt, na echt schon, aber wo das herkommt, man weiß es nicht. Aber ich habe ein paar Mal jetzt schon mit diesen Brüdern da Kontakt bekommen. Die sind auch sehr zurückhaltend. Da setzt mich keiner unter Druck oder so. Aber ich lasse lieber die Finger davon, es ist mir zu... gefährlich, das Ganze. Ja gut, das ist eine Thematik, ich sag mal, wenn sie denn dann so existiert, die man eigentlich nicht haben möchte, weil sie unsere Geschichtsschreibung ja dann irgendwo ad acta legt. Ja. Wenn es das gibt, dann hat man, glaube ich, vieles zu erklären und auch die Geschichte anders zu schreiben. Ganz bestimmt sogar und ich glaube, überhaupt keine Lust. Richtig. Und ja. Das sieht so aus, als ob der General Kammler jetzt also für sich beschlossen hat, in dem Berg zu bleiben. Ja, weil er gesagt hat, bis der große Umbruch kommt.
Von welchem großen Umbruch spricht er denn da? Das ist schön. Da ist dann später, das Buch 2, glaube ich, ist das schon von meinen 12 Bänden. Buch 2, da kommt dann vor, da kommt ein, wir sagen Illuminat, hat mit Illuminaten gar nichts zu tun. Das ist nur deshalb, weil mich die Illuminaten einmal vor 30 Jahren, 35 Jahren eingeladen haben nach Wien, ob ich da dazugehen möchte. Ja, und ich habe anscheinend ein bisschen zu spät geantwortet und nachher hat nicht einmal die Adresse mehr gestimmt. Also da gar nichts mehr. Na okay. Und da rührt sich dann vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren einer bei mir und sagt, wir sind vor über 30 Jahren an Sie schon einmal herangetreten und. So im Namen der Illuminaten, aber er war keiner. Und dieser Mann, der ist mindestens genauso interessant wie der Kammler, es sieht so aus, wie wenn der aus einer Zukunft kommt. Und der kann da Sachen erzählen und der kann da Sachen, kann dich mit Sachen in Verbindung bringen, wo es, ja, wo es halt fast unglaublich wird. Ja. Ah, und dieser Becker heißt der übrigens, der taucht irgendwo auf, zeigt da etwas und ist schon wieder weg. Oder er nimmt dich bei der Hand, er nimmt dich ganz so bei der Hand. Du bist im nächsten Moment am Untersberg oben oder in Ägypten, in Luxor oder weiß Gott wo. Ja, und der zeigt da Sachen, was du auch sagst, das kann ja gar nicht sein. Der ist mit mir rauf am Untersberg und da war noch keine Seilbahn. Ja. Das war 1870, 80, irgend sowas. Und da ist er mit mir am Untersberg rauf und wir sind da oben fast Salzburger Hochthron. Da ist keine Hütte noch oben, da ist gar nichts. Da ist auch die Seilbahnstation nicht. Und unten die Autobahn gibt es natürlich auch nicht. Das schaut alles ganz anders aus. Und ich sage dann dem Bäcker, also wo sind wir da? Naja, sagt er, wir sind 1895 oder irgend so. Dann sehe ich auf einmal zwei Landvermesser. So alten Umhängemänteln und die haben dann mit so Theodoliten und so Land vermessen. Da bin ich hin und habe gefragt, was macht ihr da? Ja, sie machen für die bayerische königliche Kartografie da Landkarten. Ich sage, interessant und so. Und dann habe ich gewusst, ne, wenn wir jetzt wieder nach Hause fahren, dann nehme ich mal ein paar Latschen mit. Also die Latschen kennen Sie, die Ligführen. Diese dünnen Nadelgehölze da. Ja, und jetzt nehme ich mein Taschenmesser raus und schneide mir ein paar so kleine Äste ab. Denke mir, die tun wir zu Hause in die Vase. Da sagt der auf einmal, sagt er, was ist das, was haben Sie da? Wieso? So wie mein Taschenmesser. Taschenmesser, was ist das? Ja, das hat es 1890 nicht gegeben. Und sagt er, wo gibt es sowas? Ja, was soll ich jetzt sagen? Dann sage ich, ja, das ist von weit weg und so. Er sagt, wo kann ich das kaufen? Dann ist mir was eingefallen. Dann sage ich, wissen Sie was? Ich schenke Ihnen eins. Und dann Sie diesen Punkt, bitte tun Sie diesen Punkt, wo wir jetzt sind gerade. Kannst du den irgendwie kennzeichnen? Sehr, dass nicht auffällt. Dann geht er her, macht irgendwas. Ja, und ich schenke ihm das Messer. Auf einmal sagt der Bäcker, kommt der Bäcker zu mir, sagt er, wir dürfen doch niemandem was schenken. Von der Zukunft. Ich sage, wieso? Er sagt, stellen Sie sich mal vor, wenn der jetzt mit diesem Messer Ihren Opa absticht, dann gibt es ihn nicht mehr.
Das gibt es ja gar nicht. Nein, nein, sagt er, das ist so. Also ich hoffe, er wird niemanden abstechen. Okay. Und vor einigen Jahren, wann war denn das? Vor zwei, drei Jahren, ja? Kriege ich von Südtirol, von einem Antiquitätenhändler, zwei große Untersbergkarten aus 1899 oder was. Und ihre Tochter schaut sich das an, und das Bergspitze und so, und da haben wir steht an einer Stelle Besuch. Können Sie im Buch lesen, das Foto ist auch drin, von den Landkarten vergrößert. Und man denkt, das gibt es nicht. Und dann habe ich kurz drauf eine zweite Landkarte auch noch gekriegt, ein Jahr jünger oder später oder so. Aber nicht die gleiche, nicht von die gleiche Firma oder was, auch vom bayerischen Militär oder irgend sowas. Eine uralte Landkarte steht auch auf der gleichen Stelle mit anderer Schrift Besuch. Und das ist genau die Stelle gewesen, wo man diesen Mann, wo ich ihm das Messer gegeben habe, und er hat da irgendwas draufgeschrieben. Also 100 Jahre vorher. Also das. Und das, solche Sachen macht dieser Bäcker. Aha. Und der hat also angekündigt, dass es irgendwann einen Umschwung geben soll. Der Bäcker, der sagt schon seit 5 Jahren, ja, wurde 5 Jahre, sagt er wartet jetzt auch nur auf den Umschwung, und der General wird da mit seinen Möglichkeiten, ich will jetzt gar nicht Truppen sagen, weil das sind keine Truppen, das sind vielleicht 50 oder 80 oder vielleicht 100 Leute da drin, aber mit seinen Möglichkeiten wird er da aufräumen. Und einmal hat er auch irgend so eine Meldung von sich gegeben, dass solche fliegenden Untertassen, UFOs, weiß Gott was, so Haunebu oder wie die ganzen Geister haben, solche Dinge, dass sie da etliche haben, nicht nur im Untersberg, sondern überhaupt. Und mit diesen Dingen könnte man da ganze Völker auslöschen. Und er sagt, wir brauchen es nur eine von diesen Maschinen, und die können uns verdampfen. Und er wartet ja auch drauf. Und jetzt, wie das mit dieser Corona angefangen hat, haben wir gedacht, ja, das passt jetzt genau zusammen, wenn wir sehen, was wirklich ist. Und ich habe mit ihm das letzte Mal im Frühjahr gesprochen, mit diesem Bäcker, und er hat gesagt, nein, sagt er, das ist nur der Beginn, das ist nur der Anfang. Sagt er, der richtige Umschwung kommt erst. Wenn wir sehen, was wirklich auftaucht. Wollte ich gerade sagen, bleibt nur irgendwo abzuwarten, was passiert. Ja. Es sieht wirklich so aus, wie wenn da was kommen würde. Aber parallel dazu kommt so viel von Deutschland da, und sagen, ja, das ist die Schuld der Merkel, nein, das ist der Spahn und das ist der Seehofer und lauter so. Ja, das Erstaunliche ist, es ist eben halt nicht nur Deutschland, es ist nicht nur Österreich. Es ist über, weiß nicht, 132 Länder in der ganzen Welt. Ja. Mal schauen. Das ist nicht nur hier bezogen, aber eine positive Nachricht habe ich von diesem Bäcker auch. Der hat gesagt, also wir sitzen hier am Untersberg oder im größeren Kreis von der Schweiz bis zur Donau, so einen großen Kreis, wo München und alles Mögliche auch dazugehört. So, da sitzt man in einer Gegend, wo eigentlich nichts passieren wird, nichts Gröberes, was den Menschen sehr beeinträchtigt. Also nicht kleine Arbeitslosigkeit oder sowas, aber er sagt, wir können da beruhigt sein, im Gegensatz zum Beispiel von Hamburg oben oder Berlin oder so, da wird es mehr zugehen. Werden wir sehen. Wir werden sehen.